Oh Gott, bist du hässlich? Oh mein Gott, hast du wieder nicht deinen Schönheitsschlaf gehabt? Und blablabla. Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte in diesem Video ein bisschen über das Thema Make-up sprechen. Make-up Empowerment oder Maske. Schminkst du dich? Und warum schminkst du dich? Hast du diese Fragen schon mal gestellt oder ist es schon ein Automatismus, der sich eingestellt hat? Es gibt ja Frauen heutzutage, die schminken sich nicht mehr, weil sie sagen, ich möchte meine natürliche Schönheit nicht mehr kaschieren. So zum Beispiel Alicia Keys, die hat sich ja vor einiger Zeit dazu entschlossen, nur noch ungeschminkt das Haus zu verlassen. Eben weil sie meint, ich möchte meine Weiblichkeit und meine natürliche Schönheit nicht mehr verstecken. Und als ich das gehört habe, dachte ich auch, wow, richtig cool, Alicia Keys. Power, yeah, Empowerment pur. Und ich dachte, krass, die zieht das jetzt wirklich durch. Dann habe ich natürlich auch ein paar Artikel gelesen, in denen es hieß, dass sie sich natürlich trotzdem schminkt, aber den Nude-Look und wie ihre Stylisten dann daran arbeiten, dass sie ungeschminkt aussieht. Also es ist ja doch nicht immer alles so 100% richtig, aber die Botschaft, die dahinter steckte, die konnte ich schon unterstreichen oder fand ich schon ganz cool. Aber ich bin mal gespannt, ob sie das auch wirklich jetzt für immer so durchziehen wird. Kurz zu meiner Geschichte zum Thema Make-up. Also als ich noch jünger war, in der Teenagerzeit oder sogar schon als Kind, da ging es um Karnevalsschminke. Da hat mein Vater, meine Schwester und mir das strikt verboten, uns zu schminken. Wir durften uns nicht mal in Karneval schminken. Und ich weiß noch, da sind wir mit meiner Oma auf so einen Weihnachtsmarkt gegangen und sie wollte unbedingt, dass wir uns als Nikoläuse schminken, zurecht machen lassen. Und wir sind nach Hause gekommen mit so Herzklopfen, weil wir echt dachten, unser Vater macht uns die Hölle heiß. Und da gibt es noch so ein Foto, wo wir so voll verschreckt als Nikoläuse draufstehen. Also ich weiß nicht, wer das kennt, manchmal mit afrikanischen strengen Vätern. Aber so war das bei uns. Und wie das halt so ist, die verbotenen Früchte schmecken in der Jugend ja meist am besten. Und deshalb wollte ich mich immer schminken. Aber eigentlich wollte ich mich als Teenie mehr schminken, weil ich Unsicherheiten verdecken wollte. Nicht, weil ich es schön fand, neue Farben auszuprobieren und mich auszudrücken mit diesem Make-up, sondern einfach, weil ich mich hässlich gefunden habe. Und ich wäre nie im Leben darauf gekommen, dass ich überhaupt sowas habe wie natürliche Schönheit. Ich habe mich durch und durch hässlich gefühlt und das natürlich auch von außen so angezogen, dass ich das Gefühl bekommen habe, ich sehe nicht gut aus, ja? Ich gehöre nicht dazu. Meine Haare waren kraus. Oh, die Leute finden meine Haare hässlich. Oh, ich habe so Pickel und es kamen immer mehr Pickel. Je mehr ich mich auf die Pickel konzentriert habe, desto mehr sind sie gewachsen. Heute weiß ich, woran das liegt. Ja, alles, wogegen du Widerstände hegst, das verstärkt sich in deinem Leben. Und wenn du dich selbst nicht magst, dann ziehst du natürlich immer mehr Zeichen in dein Leben, die das bestätigen, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht hübsch genug bist. Das hat immer alles auch so ein bisschen mit dem eigenen Mindset zu tun. Aber wie willst du das als Teenager checken? Also vielleicht die neuen Generationen kommen immer früher auf diesen Trichter, aber damals kam ich nicht drauf. Dieser Identitätskonflikt kam noch hinzu. Man darf sich selbst keine Vorwürfe machen. Und deshalb bin ich in der Schule morgens immer mega früh aufgestanden, habe so eine Schicht Make-up aufgetragen, habe meine Haare geglättet und gehofft, dass ich in der Masse verschwinde und anerkannt werde, dass ich sexy bin und aussehe wie Beyoncé. Nichts gegen Beyoncé, aber ich nehme sie immer gerne als Beispiel, wenn es um Verunsicherung von jungen, vor allem afrodeutschen Mädels geht. Und deshalb komme ich auch auf das Thema Make-up heute in diesem Video. Darum möchte ich heute auch darüber sprechen, weil es eben halt auch Frauen gibt, die sagen, Schluss damit. Make-up ist für Frauen einfach nur eine große Maske. Sie wollen ihre Unsicherheiten maskieren. Und es ist nicht total unfair. Männer können morgens einfach aus dem Bett fallen und können ihr Ding machen. Keiner erwartet von einem Mann, dass er sich schminkt oder dass er sich aufstylt. Dieses Gender-Klischee Männlichkeit ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber dieses Schminken und dieses Sexy-Sein und so,
Das erwartet man von den Männern einfach nicht. Männer haben ganz andere Sachen zu tragen, aber ich bin kein Mann, kann deshalb nicht über Männer reden. Ich kann nur über das Frauending sprechen. Und dann gibt es ja auch noch die Inhaltsstoffe im Make-up. Schaut man sich das mal an, was da alles drin ist. Auf Krause Locke reden wir ja sehr viel über Haarprodukte. Also ich in letzter Zeit nicht mehr, aber in unserer Facebook-Gruppe und in unseren Artikeln. Haarprodukte sind für uns Krause Locken ja essentiell. Und auch da ist es echt wichtig, dass man darauf achtet, dass man keine Produkte verwendet, die zu schädliche Inhaltsstoffe haben, weil diese Inhaltsstoffe gehen ja durch die Haare auch irgendwie in den Körper. Und jeder weiß, dass wenn du dir die Haare färbst mit Chemie, das musst du echt bewusst machen, weil diese Chemie geht ja auch durch deine Kopfhaut, durch deine Poren in deinen Körper. Schwangere Frauen sollen sich die Haare nicht färben. Aber man vergisst, dass in vielen Kosmetikern, in Cremes, in Make-up auch so viel, sorry, aber Scheiß drin steckt. Also was Frauen allgemein auf unserer Welt sich Tag für Gift in ihren Körper pumpen, nur um schön zu sein, das ist gefährlich. Und da sollte man auch wirklich drauf achten. Und da verstehe ich es wirklich, dass Frauen sagen, no, ich setze dem ein Ende, ich schminke mich nicht mehr und ich stehe dafür ein, dieses No-Make-up, ich möchte mich nicht mehr schminken. Wer mich jetzt aber kennt, weiß, dass ich kein Fan bin von radikalen oder einsichtigen Einstellungen. Das Leben hat für mich immer zwei, wenngleich auch mehrere Seiten. Das Leben ist polar, ja, dual, hat zwei Seiten, schwarz-weiß. Ich rede oft davon. Und so ist es jetzt auch bei Make-up, No-Make-up. Ja, auch ich hatte diese Phase, wo ich dachte, boah, warum soll ich mich schminken? Und es gibt auch Männer in meinem Leben, die meinten, boah, ihr Frauen immer mit eurem Make-up und warum muss das denn sein, warum macht ihr das? Ey, boah, aber eins will ich dazu sagen, ihr Männer habt da überhaupt nichts mitzureden. Das ist unser Frauending. Und ich lasse mir bestimmt nie wieder in meinem Leben von einem Mann sagen, was ich zu tun habe und zu lassen habe in Sachen meine eigene persönliche Weiblichkeit auszudrücken. Ja, wenn ich Lust habe, mich zu schminken, dann schminke ich mich. Nur bin ich jetzt eine Frau, die weiß, dass ich mich nicht mehr schminke, weil ich unsicher bin und meine natürliche Schönheit verstecken möchte. Ich schminke mich aus ganz anderen Gründen. Und zwar bin ich Künstlerin. Und ich sehe Make-up und das Schminken als eine Art Kunstform an. Wir Frauen können mit Make-up so vieles ausdrücken. Wir können Aspekte in unserem Gesicht hervorheben, die wir der Welt präsentieren möchten. Und wir können unser Gesicht als Leinwand benutzen. Ist es nicht was total Schönes? Ist es nicht schön, dass wir diese Möglichkeit haben, unsere Weiblichkeit auszudrücken? Also ich finde das eigentlich was total Tolles. Meine Schwester zum Beispiel ist Make-up-Artist. Sie hat Make-up und Schminken wirklich zu einer Kunstform gemacht. Und wenn du siehst, wie die Leute strahlen, die sie hübsch macht, also meine Schwester ist dazu auch noch ein total empathischer Mensch und spirituell und kann immer Leuten noch was ganz anderes mit auf den Weg geben, mit dem Schminken, mit dieser Dienstleistung, die sie gibt. Also das ist wundervoll. Und klar, es gibt sehr, sehr viele Frauen, oder Frauen allgemein, also ey, hands up, wer das nicht kennt. Du als Frau. Ich spreche jetzt echt in diesem Video die Mädels an. Kennst du das nicht? Du stellst dich vor den Spiegel und guckst in den Spiegel und direkt fokussierst du dich auf alles in deinem Gesicht, was du in deinem Gesicht nicht magst. Also ich sag dir jetzt mal gerne meine Problemzonen im Gesicht. Hier meine Augenringe, hier diese Mundfalten, die ich von meinem Vater geerbt habe. Noch und nöcher. Und dann gucke ich manchmal in den Spiegel, stelle mich davor und denke, oh Gott, bist du hässlich. Oh mein Gott, hast du wieder nicht deinen Schönheitsschlaf gehabt? Und das ist doch wahnsinnig blöd. Warum machen wir das? Warum stellen wir uns vor den Spiegel und scannen unseren Körper ab und fokussieren uns auf die Sachen, die wir an uns schlecht fühlen? Die Gedanken, die wir haben, beeinflussen doch alles, beeinflussen doch unser ganzes Leben. Und ich habe mir echt seit einiger Zeit angewöhnt, mich in den Spiegel zu stellen, mir mindestens eine Minute lang einfach nur meine Augen zu sehen und mir dann Dinge in meinem Gesicht zu suchen, die mir gefallen, die ich schön finde.
meine Wangenknochen zum Beispiel, meine Augen, meine Lippen, irgendwas. Auch in deinem Gesicht gibt es bestimmt Dinge, die dir gefallen. Und mach das dann mal so ein paar Minuten. Wirklich, am Anfang ist das strange. Du denkst, boah, warum? Nein, aber klar ist das vielleicht ganz okay, aber da die Falten oder hier oder bla. Versuch dir einfach mal ganz ehrlich, am besten ungeschminkt, ungeschminkt, stell dich vor deinen Spiegel und guck dir selber in die Augen, guck dir selbst ins Gesicht, 5 Minuten lang und konzentriere dich nur auf das, was du schön an dir findest. Und du merkst irgendwann mal, wie sich die Wahrnehmung verändert, wie sich dein Gesicht verändert, wie sich plötzlich die Dinge, die du magst, in den Vordergrund schieben. Das ist ein krasser Perspektivwechsel und das ist eine richtig gute Übung, die ich dir ins Herz legen möchte, wenn du Unsicherheiten hast mit deinem Aussehen, wenn du dich unwohl fühlst, wenn du gerade deine Tage bekommst und voll PMS hast, dann mach das, zieh das durch und dann ist Schminken und Make-up auch irgendwann mal gar nicht mehr so ein Problem. Also dann willst du dich gar nicht mehr kaschieren, dann freust du dich drauf, weil du denkst, ach, das und das finde ich ja ganz schön, das kann ich vielleicht hervorheben. Und so entwickelst du langsam wieder eine gesunde Beziehung zu dir selbst und zu deinem Gesicht, zu deinem Körper, zu deiner Ausstrahlung. Wenn du aber eine Frau bist, die mega unsicher ist und du merkst, okay, ich stehe echt morgens mega viel früher auf, als ich müsste, nur um mich zurechtzumachen, um mich zu schminken, um meinem Umfeld zu genügen, dann kann ich dir das radikale Experiment an die Hand legen, es einfach mal ohne zu versuchen. Oder wirklich so Alicia Keys-mäßig, Nude-Look-mäßig mal Make-up-mäßig herunterzufahren. Weil das ist gefährlich, wenn du dich nicht selber liebst und dich immer kaschierst und dich zukleisterst und deine innere Schönheit so versteckst. Ich glaube, man braucht erstmal ein gesundes Verhältnis zu sich selbst, bevor man sich schminkt und bevor man sich ja kaschiert. Und deshalb finde ich es im Nachhinein auch gar nicht so schlecht, dass mein Vater mir und meiner Schwester früher halt nicht erlaubt hat, uns zu früh zu schminken. Auch wenn er es auf eine ziemlich strenge und radikale Art gemacht hat, nicht so sensibel. Also Eltern da draußen, wenn ihr nicht wollt, dass eure Kinder euch schminken, macht es bisher etwas sensibler, sodass sie auch die Möglichkeit haben, sich selbst kennenzulernen und ihre innere Schönheit zu entfalten. Verbote sind eh nie so cool. Ich glaube auch, man muss durch Erfahrung lernen. Aber ich verstehe meinen Vater, ich verstehe, was er uns vielleicht damit mit auf den Weg geben wollte. Dass natürliche Schönheit einfach etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Und wenn du dieses Verhältnis zu dir selber entwickelt hast, dass es dann auch gar nicht so schlimm ist, sich zu schminken. Und deshalb ist für mich das Fazit, Make-up, Empowerment oder Maske, dass Make-up durchaus empowernd wirken kann. Und deine natürliche Schönheit und deine Weiblichkeit hervorbringen kann. Das ist ja etwas ganz Schönes, was wir Frauen haben. Und es ist nicht nur ein westliches Ding. In vielen indigenen Völkern auf unserer Erde gibt es ja auch Schminkrituale oder Schönheitsrituale, wo Frauen sich auch durch das Auftragen von Make-up oder Naturkosmetik in ihrem Gesicht ausdrücken, in ihrer Weiblichkeit, in ihrer Schönheit. Und wenn man das so im Hinterkopf behält, ist es nichts Schlimmes. Wenn du aber unsicher bist, wenn du ein Problem hast mit dir selbst, dann solltest du zuallererst von innen heraus anfangen, an dir zu arbeiten und dich wohlzufühlen, weil sonst ist Make-up nichts anderes als eine Maske, die du dir drauf klatschst. Und Masken sind nie gut. Da kann ich aus Erfahrung sprechen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen guten Morgen und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video. Keep it kraus!